Ich freue mich so auf Anna. Hi, willkommen bei Anna. Im Ladebildschirm. Und ich kann mir nicht helfen, weil ich finde, mir die Ladebildschirme sehen aus, als... Also, ich habe ja die Extended-Version und ich habe da auch mal reingeguckt. Neugierig, wie ich war, in das, in das Artbook, was dabei liegt, in das Haus, das hat es ja wirklich gegeben. Und ich finde, diese Ladebildschirme, so wie hier, die sehen tatsächlich so aus, als hätte man das in dem Haus fotografiert. Das finde ich sehr, sehr spannend. So, wo bin ich überhaupt? Ich musste zu meiner Schande gestehen, dass ich jetzt einmal gucken musste, was ich als nächstes machen muss, denn ich hatte keine Ahnung. Anna steht da noch, das ist sehr nett. Ich wusste nur, dass ich dieses komische... Wie hieß es noch? Alchemie. Dieses komische Pulver. Elektrum, genau, dass ich Elektrum herstellen muss, irgendwie. Wo ich jetzt aber wirklich nicht drauf gekommen wäre, ist, dass ich hier für einmal dieses Blatt, ist das Weiße, das ist das Bronzene, weil ich habe irgendwie gedacht, die sind angemalt oder so, weil ich meine, ein silbernes, ein goldes und ein bronzenes Blatt sehe ich ja noch ein, aber aus was sind denn bitte das Schwarze und das Weiße? Aus Kohle und Schnee oder was? Also, weiß ich nicht, das hat sich mir jetzt beim besten Willen nicht so... Komm. Ja, ich weiß. Ich will das Blatt haben. Also das hat sich mir jetzt beim besten Willen nicht so wirklich erschlossen, dass ich da die beiden Blätter jetzt nehmen muss. Aber gut, ich habe nachgeguckt, ich habe aber auch wirklich nur... das jetzt geguckt, weil ich glaube ich bin 20 Minuten hier rumgeirrt, ohne irgendwie... Anna und ich sind mittlerweile die besten Freundinnen. Was sich wahrscheinlich gleich ändern wird. Schätze ich mal. Vermutlich nicht ganz so rein wie das Elektrumpulver, das ich gefunden habe, aber immerhin. Anna, ich darf mal ganz kurz... Das ist ein bisschen gruselig immer noch. Why didn't you listen to me? Get out. Wieso hörst du nicht auf mich? Verschwinde hier. Du stehst da immer noch rum, lass es beruhigen. Göttin, glaube ich, ne? Also irgendwie muss ich ja... Was war das denn jetzt? Ich bin nirgendwo gegengelaufen. Ernsthaft, lass das. Hier muss ich mich jetzt tatsächlich mit diesem Herzen hier näher beschäftigen. Oh, eine Eisenstange. Dich nehme ich erstmal mit. Hier hinten noch irgendwas? Nein, scheinbar nicht. Scheinbar muss ich mich jetzt tatsächlich mit diesem Herzen beschäftigen. Es schlägt, schlägt, schlägt. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich muss es zerstören. Die scheinen nicht dran, keine Scheide dieser Form gewachsen zu sein. Tschüss, Anna, ich gehe da immer wieder. Kann ich jetzt bitte den Ofen reinlegen? Das macht mich total nervös. Ich muss den Herz erst reparieren. Okay, das wird vermutlich irgendwas mit diesem Vorhängeschloss zu tun haben. Kann ich das mit der Eisenstange kaputt machen? Ja. Noch irgendwas drin?
vielleicht nur gerade nicht. Alter, das Herzklopfen macht mich ein bisschen nervös. Das ist wie so ein Beat. Ersatzteile für den Ofen mit kaputten kaputter. Komm! Dass das so. Es funktioniert ja ziemlich reibungslos. Gott sei Dank. So, reparierter Ofen. Kann ich das jetzt anzünden? Ich muss es anständig vorbereiten, sonst riskiere ich, dass es wieder kaputt geht. Okay. Ahornblatt? Nein. Kein Ahornblatt. Öl. Auch kein Öl. Ah, Moment. Nein, mit dem Ofen. Ich habe ein bisschen Angst. Jetzt passiert doch bestimmt gleich wieder irgendwas, oder? Du denkst, du näherst dich irgendeiner Erkenntnis, du näherst dich nur deinem eigenen Untergang. Das ist natürlich auch sehr, Anna ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich spüre ihre Anwesenheit mit jedem Schritt. Ich höre sie hinter jeder Tür. Und doch ist sie nicht hier. Sie hat vom ersten Moment an versucht, mich zu vertreiben und ich weiß nicht warum. Ich habe Nacht und Nacht von diesem Augenblick geträumt. Ich habe mein eigenes Blut geopfert, um sie wiederzusehen und nun verschmäht sie mich. Ich habe ein schlagendes Herz aus Holz verbrannt. Vielleicht träume ich nur, vielleicht bin ich endgültig wahnsinnig geworden. Wäre es nicht verrückt, jetzt aufzugeben? Ich habe oben gerade Schritte gehört. Ich muss einen Weg finden, dorthin zu gelangen. Das frage ich mich ja auch schon die ganze Zeit. Man hört ja immer mal wieder so Unterhaltung. Man hört, dass einer mit einem... Das Herz hängt übrigens immer noch. Deswegen gehe ich jetzt weg. Deswegen muss ich umhören. Also, man... Hilft da gerade schon wieder irgendwie, weiß ich nicht. Also man hört ja immer mal wieder, dass da welche reden. Man hat ja auch so das Gefühl, die also ich weiß nicht, reden die gerade jetzt mit mir? Oder sind das Gespräche aus der Vergangenheit? Weil ich habe manchmal das Gefühl, sie redet jetzt gerade tatsächlich mit mir und will irgendwas von mir, so wie geh, verschwinde von hier, etc. Und manchmal hat man aber auch so das Gefühl, gerade wenn ich mich mit ihr unterhalte, dass das irgendwie Gespräche aus einer komplett weit entfernten Vergangenheit sind. Purple Rain. Was auch immer das heißt. Ich habe ja ein bisschen Angst vor dem neuen Raum. Hier passieren bestimmt wieder... Ja, ich habe erstmal Frame-Brüche hier. Stuhl. Er scheint für Kleidung gemacht zu sein. Hihihi! So, weil ich da noch nichts machen konnte. Ich habe irgendwie... Ich habe am Anfang überhaupt kein System. Ich habe am Anfang irgendwie nicht so ganz verstanden, warum ich ab und zu was abgezogen kriege und warum manchmal nicht. Und mittlerweile habe ich so das Gefühl, das hängt... Die Kleiderpuppe kenne ich doch auch. Eine antike Darstellung einer Gottheit. Achso, das ist, glaube ich, das Ding dahinter, ne? Ich glaube, sie stammt aus der Bronzezeit. Das Zeitalter, in dem Götter und Menschen noch dieselbe Luft atmeten. Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, wenn ich was machen kann und es falsch mache. Nein, ich will das nicht. Do you love her? Maybe. What? Who is she? I don't know. Ich möchte diese Maske eigentlich gar nicht mitnehmen. Die sieht gruselig aus. Sieht nicht viel besser aus, aber ich kann sie mitnehmen. Warum auch immer.
Also ich habe das Gefühl, wenn ich etwas anklicke, wo ich etwas machen kann und ich mache es falsch. Why did you steal the statue from the church? It's her. Her? Who? Her. Also wenn ich was falsch mache, ich komme auch nicht dazu, das zu erklären. Wenn ich was anklicke und ich mache es falsch, dann wird mir Leben abgezogen. Ich habe ganz klar meine Stimme gehört. War es eine Erinnerung? Laut dieser Unterhaltung habe ich eine Statue aus einer Kirche gestohlen. Aber warum? Von Masken. Juhu. Ich darf wieder lesen. Ich finde es immer toll, wenn ich lesen darf, weil dann kann ich mich nicht gruseln. Und der Schüler der magischen Praktiken muss stets diese Annahme beachten. Die Augen liegen in einem Gesicht und sehen nicht allein auf Basis dessen, was ihnen begegnet, sondern auch auf Basis des Gesichts, das ihnen Heimat bietet. Dieses ermöglicht ihnen, sich desselben Eindrucks auf unterschiedliche Weise bewusst zu sein. Wissen ist daher das Ergebnis der Beobachtung äußerlicher Fakten und unserer inneren Welt. Unsere Sinne fungieren wie die Maschinerie eines Theaters. Sie arbeiten hinter den Kulissen, um die Szenerie zu verändern. Aus diesem Grund kann eine Maske, die in Form und Beschaffenheit einem Gesicht nachempfunden ist, die Wahrnehmung ihres Trägers verändern. Wir erörtern daher nun die Fertigung dieser Masken. Und so ist bekannt, je näher ein Mensch dem Tode kommt, desto klarer erkennt er alles, was den Tod umgibt. Am Ende kann er sogar das geheime Band wahrnehmen, das zwischen dem vergossenen Blut und den Seelen derer, die ihn getötet haben, besteht. Dies ist das Geheimnis der Götzen des Assassinen. Er kann dieses geheime Band zwischen den Handlungen eines Menschen und dem mit diesen Handlungen verbundenen Fleisch und Blut sichtbar machen. Ein Band, das für Gewöhnliche unsichtbar ist. Und der mächtigste Götze mit der größten Entfindungskraft ist, nachdem er ordnungsgemäß präpariert wurde, der Götze der Wahrheit. Er gibt dem, der ihn in Händen hält, jedes geheime Band preis. Doch er bringt auch große Gefahren und unvorhersehbare Hindernisse, denn seine Erleuchtung ist rein und ungefiltert. Es ist daher möglich, Dinge zu sehen, die das Verständnis und oder die Belastbarkeit des Sehenden übersteigen. Wie die dunkelste Seite jenes geheimen Labyrinths aus verbrecherischen Begierden und Absichten, die tief in der Seele der Menschen wurzelt. Gleichzeitig aber verleiht diese Fähigkeit Zugang zu positiven Geheimnissen, zu heiligen und verborgenen Dingen, selbst zu Orten, die auf andere Art unerreichbar wären. Und daher lohnt es, die Mühen und Gefahren zu erörtern, welche für die Entdeckung und Verwendung des Götzen erforderlich sind. Versuchen die mir gerade zu erzählen, dass ich diese Masken irgendwann aufziehen muss? You feel dead, and yet you have no qualms about bestowing it. Why did you destroy it? You're obsessed! Look at you! Ach, diese Unterhaltung jetzt. Man hört seine eigene Stimme und manchmal habe ich aber halt auch das Gefühl, dass, wenn es denn Anna ist, sie tatsächlich gerade... dass sie denn gerade jetzt mit uns redet. Und das hier scheinen Erinnerungen an frühere Unterhaltungen zu sein. Die wir mit... You are ever closer to me. Und das gerade hat sie doch irgendwie wirklich... Nein, ich möchte... Das hat sie ja nun gerade wirklich eben irgendwie... gerade eben zu uns gesagt. Das finde ich immer noch ein bisschen verwirrend, das alles so auseinanderzuhalten. Oh, da kann ich durch. Aber diese Fotos aus den Ladebildschirmen, das sieht wirklich ein bisschen so aus, als... Also ich weiß, dass... Was wird das? Also ich weiß ja durch das Artbook, das dabei ist, dass es dieses Haus wirklich gibt. Der Schrank ist mit Ketten versteckt. Das sieht gruselig aus. Hier ist eine Tür. Nicht einmal mit einer Axt. Kaputte Tür. Kann ich dich nicht... Alter, ich kann dich aufmachen, du scheiß Tür. Das ist so ein Werkzeug, wie ich es unten in der Werkstatt gefunden habe, genau.
festgeklebt. Ich habe irgendwie ständig das Gefühl, dass einer hier auftaucht. Die Kleiderpuppe scheint zu versuchen, sie loszureißen. Was aber offensichtlich nicht so wirklich geht. Ein Bett aus Holz. Es wirkt nicht so alt wie der Rest des Hauses. Ob wir wirklich immer noch von der Liebe und ihren Ritualen... Ob hier tatsächlich immer noch irgendwer lebt? Ich werde einfach welche nehmen. Manchmal fällt mir das schwer, das zu glauben, dass hier tatsächlich immer noch... irgendwer leben soll. Es wird doch ganz schön gruselig hier. Jetzt wird's ganz schlimm. Ich brauche kein weiteres. Warum nicht denn hier eine Kinderwiege? Möchte ich das wissen? War das jetzt nur ein Soundeffekt oder habe ich da gerade irgendwas verpasst? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Nee. Ah! Oh Gott. Warum habe ich denn da jetzt Leben für abgezogen gekriegt? Ich kann auch nichts dafür, dass sie da mit mir auftaucht. Macht sie da irgendwas? Nee, nur die Hände da dran. Und er erzählt mir wieder nur das, was ich eh schon weiß. Oh Gott, ein blutiger Teddy. Hier ist noch eine Wiege. Anna ist wieder gegangen. Ein Brief. Was haben wir dafür jetzt Leben abgezogen? Das finde ich fies, ich kann doch nichts machen. Liebster Bruder, endlich. Der letzte Teil des Mysteriums, das mich die letzten Monate gepeinigt hat, wird bald gelöst sein und endlich werde ich sie wiedersehen können. Ich schreibe dir, weil ich erneut meine Freude mit dir teilen muss, wie immer jede Qual und jeden Sieg, wie wir immer Nochmal. Ich schreibe dir, weil ich erneut meine Freude mit dir teilen muss, wie wir immer jede Qual und jeden Sieg miteinander geteilt haben. Liebster Bruder, warum bist du nicht hier bei mir? Was hat uns so auseinandergetrieben? Ich erinnere mich noch, wie du mich willkommen geheißen hast, als ich ohne ein einziges Stück Holz, das ich für den Bau neuer Holzschuhe sammeln wollte, aus dem Wald wiederkehrte und dir berichtete, ich hätte die Liebe meines Lebens zwischen den Bäumen tanzen sehen. Du hast mich umarmt, du hast mir auf die Schulter geklopft und versucht, mich in die Schenke zu schleifen, doch du weißt, dass ich immer der Schüchterne von uns beiden war und ich ließ dich gemeinsam mit deinen Freunden für mich mittrinken, während ich von jedem Abend an nur noch daran zu denken vermochte, wie ich sie wiedersehen könnte. Dank der äußersten Empfindsamkeit, welche mich meinem eigenen Ich näher brachte, als ich es je zuvor gewesen war, erkannte ich, dass sie keine Frau aus Fleisch und Blut war, sondern ein magisches Geschöpf. Aus den wenigen Dokumenten, die ich damals besaß und aus den antiken Büchern, die ich seitdem fand, konnte ich schließlich ihre wahre Identität in Erfahrung bringen. Dir war unbegreifbar, wie jemand, der verliebt ist, sich in modrigen Büchern verlieren und den ganzen Tag in seiner Kammer einsperren konnte. Du wolltest, dass ich zu meiner Angebeteten laufe und sie entführe. Dank meiner Forschungen habe ich einen anderen Weg gefunden, meine Herzdame für mich zu gewinnen. Nicht Stärke noch Kühnheit brauche ich, sondern Glauben. Ich entdeckte, dass meine wundervolle Nymphe eine Göttin war, die seit Jahrhunderten in diesem Tal verehrt wurde. Ich entdeckte, welcher Kult sich ihrer gewidmet hat. Ich fand die Masken, die in den Büchern als unabdinglich für das Ritual beschrieben waren. Und endlich erfuhr ich auch, wo ihr Tempel verborgen lag. Geradewegs unter unseren Füßen. Oh ja, mein geliebter Bruder, meine Liebe für sie ist vom Schicksal bestimmt. Wie hätte es dir gelingen können, uns zu trennen? Und doch hast du es versucht. Weil du mutig warst, weil du dich für stark hieltest. Die Bücher, die ich las, machten dir Angst. Die Rituale, die ich vollzog, stießen dich ab. Und als ich dir schließlich die Identität meiner Geliebten offenbarte, sagtest du, ich sei verrückt. Es scherte mich nicht. Ich litt, weil ich deinen Respekt verloren hatte, doch für sie opferte ich meinen Schmerz. Und als ich entdeckte, dass du meine Bücher gestohlen hattest, stellte ich dich zur Rede.
Telefon. Entschuldigt, das war das Telefon. Du schriest, dass du sie verbrannt hättest, um zumindest meine Seele zu retten, da mein Verstand bereits verloren war. Doch in diesem Augenblick schrie meine Seele in Schmerz und Zorn auf, weil du sie mir entrissen hattest, vielleicht für immer. Und so, es war, als würde mein Körper selbstständig handeln. Ich fürchtete deine Stärke nicht, und nicht ich war es, der dir Leid zufügte, die Liebe war es, die meine Hände führte. Wenn du mich von dort oben siehst und meinen Brief liest, wirst du verstehen, dass ich dich noch immer liebte, selbst während ich auf dich einschlug. Du wirst verstehen, dass ich keine Wahl hatte. Nach Tagen der Verzweiflung entdeckte ich, wo du meine Bücher versteckt hattest, und verschloss sie sicher in meinem Schlafgemach. Ich hätte wissen sollen, dass du es nicht gewagt hättest, sie zu verbrennen. Nun muss ich nur noch den Eingang zum Tempel finden, doch mein Glaube ist so stark und so sanft, ist dieser Schmerz, dass ich bereits jetzt triumphiere. Frohlocke mit mir, mein Bruder, frohlocke mit mir, denn mein Glaube und der deine sind wahr und meine Belohnung ist nah. Der Schuhmacher, besessen von seiner Suche nach Anna, hat seinen eigenen Bruder getötet. Die Frage ist ja, sind wir dieser Schuhmacher? Ahornblätter in der blutgetränkten Wiege. Ahornblätter in der blutgetränkten Wiege, ja, das hatten wir eben schon. Huch, was ist denn das Feld hier? Jetzt komme ich nicht mehr lang. Es tut mir leid. Tür ist verschlossen. Das muss der Weg nach draußen sein. Vielleicht an der Rückseite des Hauses. Ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon gesehen, ne? Komisch, die Feldtür ist auf jeden Fall noch zu. Feuer. Ich habe früher Stunden vor einem brennenden Kamin verbracht. Aber an diesem unheimlichen Ort sind solch romantische Erinnerungen fehl am Platz. Ich finde das gerade eigentlich auch sehr romantisch. Ich möchte die Kaminschaufel mitnehmen, danke. So, und ich wollte gerade sagen, bevor du jetzt wieder um die Ecke kommen kannst, speichere ich lieber. Ach, Anna. Wenn du denn Anna bist. Ich nenne dich einfach immer so, wie ich kann wieder. Gehst du bitte wieder? Ah! Warum verliere ich jetzt dauernd Leben? Ich habe doch gar nichts gemacht. Hätte vorher speichern sollen. Bin ich zu lange mit der in einem Raum? Ich weiß es nicht. Benno, meine Lebensanzeige sinkt. Ich wollte doch nur speichern. Denn für heute ist meine Folge Anna wieder rum. Ich habe meine Portion Anna für heute. Ich bin... Can't save now? What? Warum nicht? Ist, weil du hier rumstehst, Lara. Jetzt bitte speichern. Okay, ich verliere immer mehr Leben. Das ist unfair. Anna, lass das. Na toll. Jetzt speichere ich aber wirklich. Ich glaube, ich nehme mal meinen neuen Speicherstand. Das ist ja... Naja, gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.